gar nicht mehr wieder. Ich war schon festgefuckt. Ja, festgefuckt. Das Frühstück hat mich eben noch mal erschreckt. Er soll doch schlafen. Ja, ich habe ihn aus Versehen geweckt. Ich habe die Klotür zu laut zugemacht. Glaube ich. Und dann wollte ich gerade wieder rausgehen. Und dann kommt nur, na, wie läuft's? Und ich schreck mich erstmal wieder so in die Höhe und denke so, Alter. Ja, dann haben wir noch ein bisschen rumgetotelt. Also Küsschen links, Küsschen rechts. Und dann ist er ins Bettchen wieder und ich bin runter. Oh, ist das süß. Ja, ne? Manchmal können wir Zucker sein. Aber nur manchmal. Oh, Stille, er bleibt da oben stehen. Ja. Oh, ich hasse es. Ist dein Pferd kaputt? Beim nächsten Stream mache ich das Handy aus. Ja, wär eine Idee. Kupfer, meins. Ja, deswegen stehe ich hier unten. Ah, dann, wenn du es zuerst gesehen hast, hättest du es dir auch holen können. Nö. Nö. Das letzte hatte ich ja. Ich glaube, wir kriegen es zwar nicht immer abwechselnd hin, aber wenn wir es irgendwie hinkriegen, wäre das ja auch nicht schlecht. Dann hat immer jeder was davon. Es sei denn, man sieht natürlich was und der andere ist gerade woanders. Was war das denn? Ja, ich hab einen Ort auf Abstand gekriegt und das Ding reitet einfach in den See, ey. Weißt du? Jetzt hätte nur gefehlt, halt an! Anhalten und zack ins Wasser! Ist das Pferd? Du hast aber so die komischen Erlebnisse mit deinen Rössern. Ich erinnere mich nur an den letzten Schlaf, wo du einfach mal kopfüber geknallt bist. Ah, und dann diesen einen Felsen runter, weil sie das Pferd an der Kante festgebackt hat. Ja. Das sah aus. Ich suche mir das ja nicht aus. Oh, ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Das stimmt nicht mal mit dem Typ. Irgendwas stimmt damit nicht, ey. Aber komischerweise mit jedem deiner Pferde. Ich nehme jetzt das andere. Vielleicht ist das ja nicht defekt. Ich muss weg vom Wasser. Ich würde mich ja nicht drauf verlassen. Ich klicke auf Absicht und das Ding rennt da erstmal in Richtung, ey, zack. Aber auch mit voll Karacho. Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es sogar schneller geworden ist. Einmal so, oh, nee, er will, dass ich anhalte. Nö, zack. Jetzt erst recht. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ah, schön, wirklich schön. Ja, total. Ah, gerade zur rechten Zeit. Als letztes muss ich nun die Kräuter dazu tun, die ihr für mich gesammelt habt. Danach muss er nur noch ein kleines Weilchen ziehen und dann ist der Trank auch schon fertig. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Harry Potter. Der Trank ist fertig. Nun muss er nur noch auf den Erdboden in den Ruinen von Dol Ringvest gesprenkelt werden. Er wird das schnelle Wachstum natürlicher Ranken begünstigen, die es oft an solchen Orten gibt. Die werden so üppig wachsen, dass die Ruinen im nächsten Frühling ganz zugewuchert sein werden. In kürzester Zeit wird von den Ruinen nichts als Geröll übrig sein und die reine Natur wird wieder die Herrschaft übernehmen. Ich biete euch die Ehre an, diese Aufgabe zu übernehmen. Oh, tolle Ehre. Denn ich kann mich nicht dazu überwinden, den einst so geliebten Ort zu zerstören, auch wenn er jetzt so verfallen ist. Wo? Okay. Gieß den Trank auf den Erdboden unter den beiden Türmen, die in den Ruinen noch stehen. Die Zeit und Kräfte der Natur werden dann das Werk vollbringen, ohne dass wir weiter nachhelfen müssen. Ja, ich meine, warum
Also warum kann das nicht über sich bringen, wenn die Ruinen doch sowieso schon zerfallen sind? Ja, dieses Annehmen hier Grund zur Sorge annehmen? Ja, natürlich. Hört so, meine Worte. Ja, ich muss doch erstmal meinen Zwischengedanken noch loswerden. Meine Verpflichtung gegenüber diesem Land ist erst dann erfüllt, wenn der Terror, der hier für Tod und Zerstörung gesorgt hat, für immer vertrieben ist. Eure bisherigen Anstrengungen waren aufrichtig und haben bewiesen, dass auch ihr euch wünscht, dass das Land wieder aufgebaut und vom Bösen befreit wird. Wenn ihr euch in den Ruinen aufhaltet, bitte ich euch, dort Durklup, den Anführer der Bilvis, aufzusuchen. Er ist ein besonders abscheulicher Bilvis und darf nicht unterschätzt werden. Ihr findet diese Kreatur in Dol Ringwest, westlich von Duelund. Kehrt erst zu mir zurück, wenn ihr den Feind besiegt habt. Nett. Jetzt hat er nichts mehr, okay. Nö. Nö. Nö, nö. Nö, nö. 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 Ah, ich bin an einer vorbeigeritten. Oh. Was? Sorry, hier ist noch jemand. Hallo, stimmt. Wunderbar, ich muss zugeben, ich hätte mich schon gefragt, ob Bregedur sein Versprechen einhalten würde. Ich hätte es wissen müssen, dass er einen Freund nicht vergessen würde. Ah, diese Ernte verspricht sich besonders gut für den Reifeprozess zu eignen. Vielleicht wird der Wein in etwa 30 Jahren gerade den richtigen Reifegrad erreicht haben. Ihr habt meinen Dank. Ja, sehr gerne. Yay. Beat, dankeschön. Oh, ich liebe diese Gegend. Auf meiner Seele liegt ein Schiff. Hier ist auch noch einer, ne? Ja, Ausgabe. Ich weiß. Ich geh immer in der Reihenfolge nach. So. Zumindest versuche ich es. Mein Bruder möchte Mittelerde verlassen. Ich aber glaube, dass es für uns an der Zeit ist, gegen den Schatten anzutreten, der aus dem Osten heraufzieht. Vielleicht könnt ihr mir helfen, dass Turon sich eines Besseren besinnt. Unser geliebtes Mittelerde wird sich bald in höchster Gefahr befinden. Wir müssen das verteidigen. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Turon muss wissen, dass ich immer bei ihm sein werde, auch wenn ich hier zurückbleibe. Dabei werde ich eure Hilfe brauchen. So viel in diesem Land hat uns beschützt und gelehrt. Und so viele frohe und freudige Erinnerungen daran begleiten uns. Ich hoffe, mein Bruder wird dies verstehen. Mich meinen Weg gehen lassen, genauso wie er seinen Weg gehen wird. In den Ruinen von Dol Ringwest liegt ein Schwert auf einem Hügelgrab, das einst einem Dunedain gehörte, welcher uns wiederum bei der Verteidigung unserer Heimat beistand. Vielleicht kann ich meinen Bruder damit daran erinnern, dass wir eine Verpflichtung gegenüber Mittelerde haben. Meine Aufgabe fesselt mich in dieses Land. Ich kann hier nicht weg und hoffe, ihr versteht der einst, warum ich diesen Bruch zwischen mir und meinem Bruder zulassen muss. Würdet ihr mir helfen? Oh, noch mehr! Werdet ihr euch meine anhören? Bei den Ruinen von Dol Ringwest wurden in uralten Zeiten Schlachten ausgetragen und wir hatten gehofft, dass das Böse von dort vertrieben worden wäre. Heute tummeln sich Bilvisse in den Ruinen und beflecken meine Erinnerung an diesem Ort. Ich bitte euch, vertreibt die Bilvisse aus diesen Ruinen. Es würde mein Herz erleichtern und vielleicht meinem Bruder Turon helfen, in Frieden zu gehen. Kaya. Hm? Boing. Was? Ja und? Weißt du? Doch, aber weißt du, ich denke mir gerade so, okay, irgendwas ist da, irgendwas stört mich auf meiner rechten Seite. Ich gucke und das sind die Boings. Ja nun. Oh, die sind so süß. Okay, ihr findet die Wohnstätte der Bilvisse westlich von Duelund in Dol Ringwest. Begebt euch dorthin und vertreibt diese gemeinen Kreaturen aus den Ruinen. Na gut. Mappa? Stimmt natürlich gleich mit ein. Was benötigt ihr? So und so. Ich sehe schon eine richtige Boing-Welle wieder auf mich zukommen. Oh yeah. Oh ja, da ist sie schon. Da kommt sie. Da kommt die Boing-Welle. Hat ja nicht lange gedauert. Ich find's gut. Eure Nachricht ist besorgniserregend. Es ist schon ungewöhnlich genug, dass Zwerge und Bilvisse gemeinsame Sachen machen. Aber sich zu verschwören, um einen Elfenprinzen zu entführen, ist schon tollkühn. Ich werde unseren Krieger noch nicht zu den Waffen rufen. Cardavor ist berechtigterweise voller Zorn, aber der Meister von Duelund ist es meine Pflicht, Zurückhaltung zu üben.
Wenn die Zwerge Avatar wirklich entführt haben, werden wir mit solchem Zorn über sie herfallen, dass die Berge erzittern werden. Allerdings könnte es sich hierbei auch um einen Trick der Bilbisse handeln. Ein Krieg zwischen Elben und Zwergen wäre für sie sehr nützlich. Ist das so? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ich habe einen Abgesandten zur Zwergenstadt Gondamon geschickt, um die wachsenden Spannungen zwischen Elben und Zwergen abzubauen. Aber ich fürchte, dass ihr das nach den Gerüchten von Avatars Gefangennahme kaum gelingen wird. Reist auf der Straße nordwestlich nach Gondamon und erzählt Galsin, was sich hier zugetragen hat. Ihr müsst zusammen mit ihr die Wahrheit über Avatars Verbleib herausfinden und ihn retten, falls er wirklich ein Gefangener der Zwerge ist. Ich will keinen Krieg, bevor uns sein Schicksal nicht sicher sind. Falls Avatar etwas anderes angetan wurde oder wir ihn nicht befreien können, werde ich unsere Krieger zu den Waffen rufen, aber nicht er. Okay. Geht denn mal los? Ja, endlich wieder Lesepause. Halt einen Schluck Wein zu nehmen und deine Schmierbänder zu stimmen. Nein, und deine Stimmbänder zu schmieren. Nicht deine Schmierbänder zu stimmen. Ei, ei, ei. Ich stimme mal meine Schmierbänder. Ja, aber nur, wenn sie festgefuckt sind. Sonst. Oh Gott, da ist Wasser. Bloß weg vom Wasser. Ich werde machen das mit. Wir müssen da leider dran vorbei. Ich mache einen großen Bogen. Ich mache einen großen Bogen. So langsam. Aber achte auf deine Schmierbänder. Ja, auf jeden Fall. Aber die müssen ja gestimmt sein, die Schmierbänder. Huch. Ach ja. Nichts geht über Schmierbänder. So, wir greifen ab jetzt an unterschiedliche Gegner an. Ich möchte auch kämpfen. Ich brauche ein bisschen. Ich habe eine längere Castzeit. Ja. Ja, ich will auch mal was prügeln. Ich will auch was schnetzeln. Ich skille zwar auf Heilung, aber das heißt nicht, dass ich hier nur zugucke. Ja, nö. Schwein. Läufst du vor dem weg? Ich hab den gar nicht gesehen, was er mich angegriffen hat. Die Sau kam bestimmt hinter dem Baum her. Na, wenn er hinter der Mauer. Ja, aber Bäume sind hier auch. So, hier vorne musst du dann einmal den Trank betätigen, den du oben. Oh, warte. Hier. Ich stehe. Oben in deiner Leiste. Also bei deinem Questlog. Jupp. Level-Uppe. 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 Denn? Ich bin hier. Ah. Nee. Hm. Ah. Du bist super. Doch zweimal an mir vorbeigelaufen. Vorbeigelaufen, ja. Ah. Orientierung wie ein Maulwurf. Ja. Genauso blind. Da kommst du nicht durch. Da kommst du auch nicht durch. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Du musst hier vorne durch. Hier. Hier geht's rein.
mal noch sehr junger Padawan. Alter, jetzt macht ihr wirklich diese Beugenwelle. Seid ihr irre? Jo. Findet den zweiten Turm von... Ja, der ist hier hinten. Ich kenne mich schon aus. Sag ich mir wohl. Hallo, läufst du mal nicht weg? Was ist denn mit dir los? Hier hinten kannst du den nächsten Trank verwenden. Sehr nice. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Also, jetzt ist er bei mir. Das ist ein schöner Angriff. Und am Bogen. Das gefällt mir. Wie sieht das cool aus, wenn du diese Blitze schießt, wie die von oben kommen? Echt? Du bist quasi die weibliche Zeus. So in etwa? Wenn du nicht gerade diesen albernen Tanz machst. Den hier? Ich gucke nicht hin. Ah, ist wie ein Unfall. Tada! Nee, das kann ich gar nicht. Nein, wie das einfach auch perfekt in diesem Ding reinpasst, ne? Ich bin eine kleine Fee. Und irgendwie sowas. Ja, ich bin elegant wie eine Elfe. Oh, eine Truhe. Loot! Out. Ich bin ja elegant wie ein Stein. Ich auch. Pferd, nicht ins Wasser laufen. Ja, das ist kaputte Pferd. Ich muss ein bisschen aufpassen. Da ist irgendwas defekt. Ja, ja. Aber hier ist ja jetzt kein Wasser, ne? Doch, deiner linken. Oh, scheiße. Weiträumig um galoppieren. Umfahren. Genau, umfahren, so Blinkerling. Kupfer! Diesmal sind Moins. Ja. Tede. Bazinga. Genau. Was kann ich für euch tun? Es ist gut zu wissen, dass diese Kreatur keine Bedrohung mehr darstellt. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich werde eure Taten nie vergessen. Dauert erstmal wieder, bis ich weiß, welchen Ohrring ich haben will. Ja, nehmen wir den. Werde ich zwar nie tragen, aber nehmt den. Wie kann ich euch zu Diensten? Vielen Dank. Es schmerzt mich, dass ich nie wieder unter den Türmen wandeln kann, die ich seit meiner Jugend kenne. Doch besser so, als wenn ich Mittelerde mit dem Wissen verlassen müsste, dass Kreaturen der Dunkelheit in ihren Zuflucht finden. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick schenken? Da Tingla euch Zimmer geschickt hat, darf ich euch um einen letzten Gefallen bitten. Unser jüngster Bruder hat sich ebenfalls diese Pflicht auferlegt und braucht wahrscheinlich Hilfe, denn er ist so nicht zurückgekommen. Wenn ihr ihm helfen könntet, wäre ich euch dankbar. Seid gewarnt, dass es in diesem Land von Hautlin im Norden westlich gefährlicher ist als hier bei uns. Und auch unser Bruder, hat ein aufbrausendes Gemüt, das ihn für seine Aufgabe an diesem Ort befähigt. Ich habe ihn zuletzt in den Ruinen am Ufer des Grimmwassers gesehen, einen kleinen See nordöstlich des Zwergenaußenpostens. Wundermann, wahrscheinlich ist er dort noch. Ach ja.
Bestimmt ist er das. Klar. Ist ja von der Story so vorgesehen. Mhm. Mhm. Plot Twist. Er ist tot. Er hängt. Blut tropft von seinem Leib. Oh nein, leider nicht. Das ist ein Wasserfall. Ich steig mal lieber. Das ist ein Wasserfall. Kilometer weit weg. Ah, nee, da. Stimmt. Da ist ein Wasserfall. Glaubst du wohl nicht ernsthaft, dass du runterfällst? Bei dem Pferd weiß ich das nicht. Das Böse in der Ringwest. Meine Erinnerung an jenen Ort wird immer von Melancholie geprägt sein. Als die Böse besiegt wurden, gibt mir jedoch Hoffnung. Ihr habt der Ringwest gerade noch gerettet und dafür bin ich euch Dank verpflichtet. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Ihr Schwert, auch wenn es zerbrochen und völlig stumpf ist, hat eine ungeheure Bedeutung für mich. Selbst nach all den langen Jahren sind meine Erinnerungen an diese Schlacht nicht verblasst. Vielleicht habe ich die Bedeutung der Bruderbande unterschätzt. Werdet ihr euch mein Leid anhören? Ich hätte nie gedacht, dass der Anblick dieser Klinge mich so bewegen würde. Sie hat einen Freund von uns gehört, einem Dunedain namens Thoram. Er ist vor vielen Jahren gefallen, als er uns bei der Verteidigung von Dol Ringwes geholfen hat. Wir haben ihn begraben und ihm zu Ehren ein Hügelgrab vor Ort errichtet. Vielleicht hat Thoron recht. Hier gibt es viele traurige Erinnerungen. Im Westen wären wir frei von solchem Schmerz. Dein Schwert verdient einen Ehrenplatz, weit weg von den Bilwissen, die die Toten plündern. Bringt es zu Langlas, in dessen Hütte, die nördlich von hier und westlich von Keledugel entlang der Straße liegt. Er ist ein Waldläufer des Norns und wird die Geschichte von einem seiner Sippe wohl bewahren. Ich werde meinen Bruder benachrichtigen. Okay, nehme ich gekochte Karotten. Oder Eier und Zwiebeln. Wir nehmen Eier und Zwiebeln. Irgendwie verleitet es mich, darunter zu springen. Deswegen sitze ich jetzt nicht auf. Nein, geht ja auch nicht. Ist sonst sowas? Nee. Okay. Whee! Autsch. Geht wirklich? Was? Geht wirklich? Jo. Wie geil ist das denn? Oh, jetzt hänge ich hier irgendwie auf. Oh. Ich habe nur die Hoffnung, dass ich irgendwie wieder rauskomme. Okay, nee, ich muss da ganz unten. Schade. Also, das ist schade, aber. Bist du immer noch im. Ich bin noch im Wasserfeuer, aber ganz unten. Wo bist du denn jetzt hingerauscht, Alter? Guck, ich bin hier unten. Weil lauter Sträucher sehe ich nichts. Wo bist du denn? Ja, hier oben auf der Brücke. Da! Ich bin hier unten, das was bringt. Ich sehe leider nichts, du wirst weg. Ach, der, du hast deine Sicht gar nicht so weit. Hallo. Okay, wie komme ich da wieder hoch? Ah, da vorne. Ich warte hier. Nee, geh mal dahin, wo du zurück. Also. Geh mal von dir aus. Ich weiß nicht, wohin du gerade guckst. Geh den Winkel einmal zurück. Hoch. Alarm. Na? Bin ich jetzt live? Vielleicht. Sozusagen, kann man sagen. Darf ich mich ein bisschen mit hier reinschillen? Doch, ich hab da nichts gegen. Jo. Scheiße, wo bist du denn? Ich bin hier unten. Ja, komm da gleich hin. Ich bin hier unten. Ja, ich bin den Wasserfall runtergefallen. Gesprungen. Folg einfach der Straße. Müsst du da eigentlich gleich drauf. Ach, da. Hi. Na. Hi. Ah, lang nicht gesehen, ne? Alles fit? Ja. Ich hab keinen Kilometer lang Wasserfall hinter mir. Nur so ein Stückchen. Warum tust du das? Weil es Spaß gemacht hat. Ach so.
Das war witzig. Das hat so schön gekribbelt in meine Bauchnabel. Also schön gebildet in die Bauchnabel. Es kribbelt überall. Es sei denn, du hast natürlich in diesem Bauchnabel. Ja. Ich habe einen, ich hab einen gigantischen. Ja. Der hat eine eigene Gravitation, oder wie? Der hat eine eigene Löschkarte. Es soll ja auch sehr sexyhaft sein, seinem Partner bei der Ehe Hühnerfrikasse aus dem Bauchnabel zu schlürfen. Oh. Okay, ja, dann, gut, dann weiß ich ja, worauf ich Frösche schon mal vorbereite. Das ist schon bei dem Thema sind. Das ist genauso wie bei einem Trinkspiel aus dem Bauchnabel zu trinken. Haben wir schon alles durch. Ja. Wir haben dann aufgehört, wo wir Bier in den Mund nehmen sollten und dann einen anderen Typen damit küssen sollten und so das Bier dann in den Mund von dem anderen. Da haben wir gesagt, nee, das lassen wir. Ja. Besser ist. Was denn aber so aus dem Bauchnabel trinken, aus so einem schönen, verstaubten, mit Fusseln drin? Alter, das stimmt nicht mit dir, Mann. Ey, was ist denn los mit dir, ehrlich? Also, frisches Einfluss. Ich muss mal mit ihm ernstes Wörtchen reden, ey. Ich find's witzig. Eklig, aber witzig. Ich wollte eventuell nachher noch eine Kleinigkeit essen, das hast du mir jetzt versaut. Dankeschön. Gern. Denk bitte immer daran, an die Fusseln in dem Bauchnabel. Nein. Die dann am besten dann noch so schön mit am Rand kleben. Oh. Und das ist so ein flauschiger Beigeschmack. Ja, es soll sehr reichhaltig sein. Oh, scheiße. Nee, die ist da nicht mit drin. Zum Glück. Ja, aber nein, was einfach war, nein. Guck, was ist noch das hatten wir heute, wo wir mit der Gilde Fates gemacht haben in Amareng. Ihr kennt doch die Würmer, die Brunnenwürmer, die so einfach bloß so aus Körper bestehen. Und da ging es halt drum, dass die Würmer halt aussehen wie eine Kackwurst. Und halt so einen roten Panzer oben drauf hatten, also eine Wurst mit Blut. Da habe ich halt nur drauf gesagt, okay, man nennt es halt auch Blutwurst. Ja. Das ging die ganze Zeit so und irgendwann ging es halt drum, ja, aber die Würmer, die sehen doch aus wie so ein Scheißhaufen oder so. Und auf einmal sagt einer, oh, jetzt habe ich irgendwie Hunger bekommen. Aber halt nicht bezogen auf das, was wir vorher gesagt haben. Und wir haben halt komplett falsch gedacht. Ja. Und dann war's vorbei. Eieiei. Ja, ist halt. Oh, lesen. Juhu. Ein Elb namens Penglier, dieser Name, hat mir diesen wunderschönen Bogen gegeben. Aber ich habe ihn verloren. Oder um genauer zu sein, er wurde mir gestohlen. Die Waldläufer halten sich ganz bewusst aus der Fehde zwischen den Langbärten und den Grimhans heraus. So, dass ich nicht damit gerechnet habe, von Räubern außerhalb von Keledu überfallen zu werden. Als ich gerade nach einem guten Übungsplatz außerhalb der Stadt Ausschau hielt, haben sie mich überwältigt und mir Pengliers Bogen gestohlen. Die Zwerge und Starkhart, ihr Anführer, halten sich in der Nähe der Mauern von Keledu versteckt. Ich wusste, ich war dieses wertvollen Geschenks nicht würdig. Ich bin ein Versager, eine Enttäuschung für Langlass und die Waldläufer. Ich, Unglückseliger, traue mich nicht einmal gegen Starkhart zu kämpfen. Könnt ihr nicht gehen und den Bogen von ihm zurückholen? Bitte, Mann. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Seid willkommen. Breger hat dies geschickt. Ich habe die Geschichte von Thoram gehört und werde sein Andenken ehren. Thorans Schwert ist wohl aufgrund der Auseinandersetzung zwischen Thoran und Breger wiedergefunden worden. Ich befürchte schon seit langem, dass die Mittelerde während dieser gefährlichen Zeiten verlassen wurden. Gebt Breger dies mit meinem Dank. Vielleicht kann er damit seinen Bruder überzeugen, hier zu bleiben. Meine Lieblingsquest. Kommt und bleibt einen Augenblick. Was ist mit mir geschehen? Ah, ich war auf Bärenjagd und fand diese Luchsmutter und ihre Jungen. Das arme Ding war von mehreren Hendravil übel zugerichtet worden. Und ich konnte es ihnen gerade so entreißen, bevor sie auf mich stürzten. Hab mir dabei meinen Knöchel schlimm
Stimmt verrenkt, aber der heilt wieder. Genau wie die Lüxin auch. Sie hat ihre Jungen zurückgelassen, aber wir sind beide noch mitgenommen, um die Kleinen selbst retten zu können. Ich fände es schrecklich, wenn ihnen etwas zustoßen würde. Aber bis mein Knöchel geheilt ist, bin ich zu nichts nutze. Vielleicht könnt ihr zum Bau bei den Megalithen im Norden gehen und die überlebenden Jungen herbringen. Ich wäre euch sehr dankbar und die Lux-Mutter mit Sicherheit auch. Ja, die Lux-Mami. Hier haben wir das erste Mal PvP gemacht. Stimmt! Das ist echt fast auch, das ist glaube ich fast ein Jahr her jetzt. Ne? Also, das ist genau ein Jahr her. Okay, ja oder so. Es ist genau ein Jahr her. Jetzt mal sehen. Pi mal Daumen, ein paar Tage. Aber da wir am 7.1. letzten Jahres Lotro angefangen haben, ja. Kaya ist seit einem Jahr schwanger. Was? Was? Ja, Kaya trägt seit einem Jahr ein Kind unter seinem Herzen. Für ein Herz. Das stimmt auch wieder. Ich dachte, Kaya kriegt einen Elefant. Rüssel guckt ja schon. Einen Ulifanten. Hey, lass Uli aus dem Spiel. Nee, da fehlen die Stoßhörner. Das guckt bis jetzt ja nur der Rüssel. Die Hörner fehlen ja noch. Könnte vielleicht schmerzhaft werden. Gibt's Eier am Spieß? So Schaschlik oder wie? Ich weiß nicht, ob man Eier am Spieß als Schaschlik bezeichnen kann. Ja, aber so die Art halt so aufgespießt halt so. Ja, ne, halt so Röstei. Ja. Ja, okay. Röstei. Oder Marshmallow. Ja, stimmt. Achso, ja. Da unten. Hui. Hallo Vogel. Ihr schaut in die verlassenen Bärenhöhle und hört das jämmerliche Miauen eines hungrigen, verängstigten Luxjungen. Das Ärmste hat Angst, die Sicherheit der Höhle zu verlassen, weil es sich vor den Händler wie fürchtet. Vögel töten. Mit Erlaubnis. Nein. Pink Fluffy! Unicorns dancing on rainbows. Pink Fluffy 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 Unicorns. War das eigentlich so durchsabbeln, ohne Luft zu holen, ey? Das ist Frauen, die müssen sowas können. Jetzt in einen durchsabbelt, oder wie? Nee, das ist nicht Luft holen. Also. Ja, da seid ihr Kerle aber schlimmer mit. Ja, das. Es geht gerade um was anderes. Ja, das Durchsabbeln, Kaya, das können ja die Frauen. Das ist ja schon von Geburt an. Man sagt ja nicht ohne Grund, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Ich schmeiß dich gleich raus. Okay. Jetzt haben wir es. Arme Bärenjunge. Echt mal Lust getötet. Wieso kam es bei dir, aber bei mir jetzt nicht? Da kommt noch eins. Ja, aber ich brauche die Quest ja auch. Ja, weil ich keine Witz kaufen kann und nur für Streampunkte. Ich weiß, Mappa. Ich weiß. Pink Fluffy ist außerdem cool. Naja. Genauso wie Neon Cat. Nein. Und der Chocobo-Song. Den finde ich okay, aber das Neon Cat, das geht gar nicht. Und Moppelchen. Moppelchen? Ja, hier von Mok. In Nantalirion. Und wollte ich wissen, warum Frauen so schlecht einpacken können. Will ich es wissen? Wahrscheinlich nicht. Ich will es sofort wissen.
Wobei nicht alle Frauen schlecht einbeugen können. Ich weiß es. Da bin ich jetzt echt gespannt. Wenn die Männer ihnen immer sagen, dass das 20 Zentimeter sind. Jedes Mal, wenn man sagt, Frauen können schlecht einparken, sag ich, jupp, und wer war der Fahrlehrer? Die Männer. Meistens. Nicht nur. Meistens sind es die Männer, die Fahrlehrer. Aber es gibt bei uns, ganz ehrlich, ich habe auch bei uns schon Kerle gesehen, wo ich sage, ey, Alter, hast du deinen Führerschein unter Bild gewonnen? Das auch. Das, wie gesagt, das sind Frauen, muss ich sagen, gerade die beste Freundin von mir oder so. Die kann so 1A einparken, da denke ich auch, okay, finde ich gut. Ja gut, das hat ja sicherlich auch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Immer gibt ja auch, wie du gerade sagst, es gibt auch viele schlechte männliche Fahrer. Das ist halt einfach, wie gesagt, halt einfach so. Wenn man Auto fahren nicht kann, dann sollte man es sein lassen. Fertig aus, egal ob man männlich oder weiblich ist. Das ist der Grund, weswegen ich kein Auto fahren will. Ich habe die Konzentration einfach nicht für. Ich habe ungefähr so die Auffassungsgabe von so einer Eintagsfliege. Gebt euch einfach mal auf YouTube Fail Army Dings, Best of Car Fails oder so, oder Idiots on the Car, irgend sowas, und zieht euch einfach die Videos rein. Das ist halt einfach nur so, wo du dir denkst, Alter, warum? Ja, ne, ist halt so. Viele sagen, warum? Welche Fahrlehrer sind da aber tapfer, wenn die Frauen nie zuhören? Die es trotzdem Männer immer wieder versuchen. Frauen haben da keine Geduld. Na, Männer aber auch nicht. Männer haben auch keine Geduld. Nicht alle, aber einige. Und ich kenne mehr Männer als Frauen, die keine Geduld haben. Tatsächlich. Bei den Männern geht es dann immer so, wenn es nicht jetzt klappt, dann ne, gleich Land über. Und Frauen versuchen es wenigstens mehrmals. Ist aber auch nicht bei allen so. Ist auch nicht bei allen so. Also da hat Mappa schon recht. Nicht über alle über einen Kamm scheren. Aber mit der Geduld sind es eigentlich eher die Männer. Deswegen sage ich ja, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, wenn meine Schwester jetzt bald ihren Führerschein hat, ich bin ein verdammt schlechter Beifahrer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Naja, es ist so. Selbst bei meinem Vorder. Ich kann das überhaupt nicht leiden als Beifahrer eigentlich, weil, ja, es ist halt so. Was ich halt aber auch nicht leiden kann, ist dann, wenn halt neben mir dann jemand als Beifahrer sitzt und mich dann 50 Kilometer vom nächsten Auto anbrüllt und sagt, brems. Okay, ja gut. Ich habe immer gelernt, so als Beifahrer, wenn man selber fährt, einfach machen lassen. Meistens aufs Handy. Ja. Das habe ich mir dann angewöhnt. Ablenken, wenn man das nicht ab kann, dann einfach machen lassen. Im besten Fall wissen sie, was zu tun. Oder wird's find ich so toll. Wer erstmal frauenfreundlich klingt, damit aber bricht. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe hier nur auf Klischees, das ist nicht wirklich meine Meinung. Selbst wenn es deine Meinung wäre, wäre es ja okay, weil ne, ist deine Meinung. Jeder hat ja eine andere Ansicht dazu. Ob die dann wiederum gut oder schlecht ist, ist dann das andere Ding, aber. Ne, jeder soll seine Meinung darüber hier haben. Sollst du Aufkleber beim Beifahrerraum? Kippe aus, anschneiden, Schnauze. Oh, der ist aber auch böse. Ich fühle mich bei dem witzig angesprochen, wenn das Ja gut! Ich fühle mich bei Witzen sowieso nicht angesprochen. Sein, das sind Witze auf meine Kosten. Aber dann weiß ich auch, dass es um mich geht. Nicht wahr, Kaya? Was? Was? Was habe ich jetzt alles gesagt? Nee, nicht jetzt! Sondern? Nichts.
Ja, sag, jetzt sprich dich auch aus. Nee, alles gut. Ja. Ah, ja. Musst du zufälligerweise aufs Klo? Falls du dich dran erinnerst, ich war vor einer halben Stunde. Okay, aber mein Hund muss aufs Klo. Ja gut, dann geh kurz. Dann geh kurz. Mach ich. Hybrid und ich schmeißen den Laden hier. Ist klar. Bis gleich. Okay. Bin sofort wieder da. Miau. Miau. Ja, so heißt die Quest. Achso, okay. Wir schmeißen. Ja, wir schmeißen. Was ist mit mir? Ja, du auch, Mappa, du auch. Natürlich. Mappa, schmeißt den Chat. Schmapper. Kai hat eine Mädchenblase. Ey, heute geht's aber. Außerdem muss Kai ja mit dem Hund. Kai hat ja auch einen Wauzi. Ich glaube, heute bin sogar mal ich diejenige mit der tatsächlichen Mädchenblase. Ich kann heute öfter aufs Klo als alles andere. Wenn man viel trinkt, kann man auch viel aufs Klo gehen. Das stimmt. Ja, hast recht. Aber ich glaube, ich habe meinen Lieblingswein gefunden. Also zumindest mein Lieblingsrotwein. Aber kein lieblicher, oder? Tatsächlich ist es mal ein lieblicher und ich mag keinen lieblichen Rotwein. Ich mag tatsächlich keinen lieblichen Rotwein. Aber das hier ist tatsächlich mal einer, der steigt nicht direkt zu Kopf, der ist nicht zu süß. Er ist aber auch nicht zu lasch. Er ist perfekt. Das ist Heidelbeerwein. Also so ein Heidelbeerrotwein. Der klingt eklig, ist aber mega lecker. Ohne Scheiß. Yeah. Also falls du mal zum Besuch kommst, kannst du ja mal von probieren. Also nicht von der Flasche, sondern dann holen wir neuen. Ich wollte gerade sagen. Weil ich glaub, die Flasche willst du dann, glaube ich, nicht mehr. Ja, wir hatten schon. Das ist ja, glaube ich, etwas alt. Wir hatten es schon öfters gehabt, dass wir mal Wein getrunken haben, der dann halt gezischt hat, wo wir da aufgedreht haben. Oh, okay. Ja, also ich sag mal so, wie ein bisschen am nächsten Tag auf dem Klo gesessen haben wir nicht. Das ist ja schon mal gut. Also, wenn man zumindest nicht auf dem Klo sitzt. So. Aber wie gesagt, mehr ist da nicht passiert.